Der Fort Edmonton Park zeigt das Fort und Häuser und Straßen der ersten Siedler, die in der Zeit von 1846 bis 1920 in der Gegend von Edmonton in der Provinz Alberta, im größten Land der Welt, Kanada, lebten. So bekommt der Besucher einen lebensnahen Eindruck, wie die Menschen dazumal lebten und arbeiteten. Viele Häuser und Gegenstände mussten natürlich nach alten Plänen und Skizzen nachgebaut werden. Und trotzdem besitzt der Park noch viele Originalgegenstände aus den verschiedenen Zeitepochen. So, we had a smoke for everybody.
the sound of a pipe, symbolizing peace and friendship. Now this, the hatchet is dropped, symbolizing peace. So we would have a smoke with everybody. We would then probably have a little drink, a tea or a rum with everybody. Now I'm also presenting you a gift, maybe tobacco, maybe some tea. Buffalo chop. Or buffalo hump. You know the hump of the buffalo? Considering you're European, we won't pay you as much if you were Canadian. Check it out, put new in. If the baby just wets, I can wash it and use it over again. Because where you find that is in the musk egg, where there's water, and it soaks up anything that's wet. Thank you.
Okay. Thank you.
Monaco.